Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir bei der Brauerei Grasser in Hubbendorf. Danke. Gerne. Der Andreas hat sich Zeit genommen. Prost. Servus. So. Und der Johannes, das ist der Seniorchef und der Juniorchef, kann man ja so sagen. Ne? Ja. Und bevor wir dann gleich starten, wo in dem schönen Eck Franken sind wir hier? Weil Hubbendorfer kennt jeder, Hubbendorfer zum Beispiel auch, aber ja. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Ne, wir sind genau im Dreiländer-Dreieck Lichtenfels. Landkreis Bamberg und Landkreis Bayreuth. Also wir haben zu jedem Landkreis eigentlich jetzt eine 50 Kilometer Differenz jetzt zu den Benachbarten. Zu finden ist eigentlich ganz einfach, eine Linie ziehen zwischen Bamberg und Bayreuth und dann kann Radius drin. Da sind wir genau zwischen. Sind wir noch im Landkreis bei Bamberg? Bitte? Ja, Bamberg. Noch Bamberg. Landkreis Bayreuth. 4 Kilometer haben wir noch. Ist, ja, der letzte Zipfel. Im Osten nichts Neues. Ihr braut jetzt hier schon in Hubbendorf seit 500 Jahren, also wird hier Bier gebraut. Ihr seid 1750, die Familie Grasser. Ja. Da kannst du ja mal was, jetzt nehmen wir den Vater, freilich. Was Kurzes erzählen, in 2-3 Sätzen, also ein paar hundert Jahre mal schnell. Ja, ein paar hundert Jahre. Ja, wir sind jetzt, ich bin jetzt die 7. Generation, der Andi wird die 8. Generation. Jetzt von den Grassers, ja, zuvor war es eine andere Brauerei, hat Brems haben die geheißen, 1748 übergegangen, dann in die Grassers, wurde der Grasser eingeheiratet und seither eigentlich in der Hand. Früher war das Ganze mehr landwirtschaftlich geprägt, wo die Brauerei kleiner war. Da ist das Ganze mehr als Nebenerwerb gelaufen, die Brauerei. Und da war die Landwirtschaft groß. Und das Ganze ist dann weitergegangen, so die 60, 65 hoch, wo dann der Vater das Brauhaus gebaut hat. Das jetzt mal so drüben sehen, das alles ist abgerissen. Und ja, und seither ist das Ganze ein bisschen im Wachsen und im Umreisen. Aber ihr tut zwar jetzt viel modernisieren, aber auch jetzt dann viel in Lagertanktechnik oder in Lagertanks wird auch viel investiert. Nur freilich, ne? Ja, man muss ja sagen, der Vater hat ja die Brauerei 95 übernommen, ne? 96. Und seitdem hat er eigentlich die ganze Brauerei einmal komplett durcherneuert. Mit Zuthausbau, Gärkellerbau, alles komplett neu. Und was wir jetzt für das Jahr noch angestrebt haben, die Lagerkapazität nochmal erweitern. Kriegen wir nochmal drei außenstehende Tanks. Aber der Gesichtspunkt war ja eigentlich der auch, die sind energetisch effektiver. Hm. Ganz klar, bei den Energiepreisen, die wir momentan haben und sonst dergleichen, sind es auf jeden Fall besser, einen Tank hinzustellen, der sich selber kühlt, bevor sich ein Raum kühlt, wo die Luft wieder sich erwärmt. Genau. Mir hat mal einer gesagt, wenn ich baut, der nicht braut, gibt es das immer noch. Ne? Ja, das ist so, ja. Aber ihr setzt schon dann, sagst du, viel Wert legt ihr auf Modernität, ja. Aber ihr wollt schon trotzdem eine Familienbrauerei bleiben. Also na wollt ja, jetzt hier nicht Fall. Die ganze Welt kapern. Nee, das hat auch mancher Verbraucher oder Biertrinker schon mitgekriegt, dass es nicht in Unmengen verfügbar ist. Die Menge ist da. Was wir ausstößen können, das machen wir. Und wenn es alle ist, dann ist es halt alle. Wenn weg, dann weg. So genau. Ist richtig. Jetzt sind wir ja schon beim Bier. Hier in der Gaststube, wo wir jetzt eigentlich auch sitzen. Mhm. Wird Vollbier, Pilz, Weizen, Zwickel ausgeschenkt. Aber ihr habt natürlich auch ein paar Saisonbiere. Exakt. Da kannst du mal was dazu sagen. Top genau. Aktuell ist der Josefi-Bock. Genau, der Josefi-Bock ist ein heller Bock. Schön, mit einer schönen Hopfenbittere, leichten Honignoten und mit 7% noch ein normaler Bock. Und Weizenbock haben wir ja zurzeit auch. Der hat 8%. Da merkt man dann den Unterschied natürlich auch. Dann haben wir Pfingstöchsler auch noch. Ja. Das ist auch nicht gleich jedem geläufig, was das ist. Das Pfingstöchsler, das ist aus einer Laune damals entstanden. Das ist mein Onkel, der Christian, hat es damals ins Leben gerufen. Ne? Ja. Ja. Und das war, wann war das? Ganz genau. Okay. Ist ein wenig her. Mhm. Haben wir früher noch keine Etiketten gehabt, deswegen haben wir früher Unikum draufgeschrieben. 15 Jahre gewesen. Und dann haben wir sie immer zu Pfingsten raus. Halt zu Pfingsten eingebraut. Und der Name selber, der kommt ja eigentlich von Zapfenwirten. Genau. Ja, weil wir darüber geplaudert haben, dass wir ein neues Bier haben, wir bräuchten einen Namen dazu und sonst dergleichen. Und zu Pfingsten kommt das ganze Bier. Ja. Dann sagt er nicht, dann sagen wir Pfingstochs. Aber Pfingstochs ist eigentlich ein bisschen blöd, weil man denkt, es ist ein Starkbier dabei, es ist ein stinknormales Bier, Sommerbier eigentlich. Ja. Ja, wollen wir es jetzt bezeichnen. Genau. Und ein Rauchbier natürlich hier. Das Grafherz, sag's doch mal, weil ich krieg das immer nicht hin, deswegen. Grafherz. Ja. Ja. Naja, kommt vom Geräucherten, ne? Das Rauchmalz wird ja auch Fränkisch. Fränkisch und hier Grafherz, im Bamberger Kreis muss man das auch mal dabei genau, haben. Genau.
Weihnachtsbier, Festbier, das ganze Zeug ist natürlich auch immer dabei. Aber da ist auch dann immer, wenn weg. Ne? Genau. Ist natürlich auch immer so eine Frage des Leerguts. Man kann nicht alles laufen im Sortiment haben. Das ist ja eh wollen so eine Geschichte. Ne? Das wollen wir ja gar nicht. Das soll ja einmal da sein. Und dann wieder weg, dann freuen sie sich. Müssen definitiv fast ein Jahr drauf warten, bis es wieder kommt. Und es ist eigentlich schon gefragt. Ja. Rohstoffe natürlich hier aus der Umgebung. Ich habe mal gelesen, ihr macht das sogar teilweise, dass ihr die Gerste vor der Aussaat schon bei Bauern kauft, bestellt. Ja, haben wir jetzt erst wieder abgeschlossen. Es wird schwieriger jetzt natürlich. Oder sagen wir mal so, der Rohstoff selber, Gerste, wird rarer und somit auch teurer. Ja, so roundabout haben wir letztes Jahr 300 Tonnen gekauft. Ja, das ist nicht, dass man jetzt da sagt, okay, man macht sich eine goldene Nase, aber wir umgehen den Handel. Der Bauer hat mehr davon. Und wir selber, wir können halt auch sagen, jawohl, wir machen jetzt keine große Werbung draus, aber wir kaufen regional, also praktisch echt wahr, und in den Schornstein rum. Und dann ist regional, ist natürlich dann doch das Schlagwort. Ja, vor allem. Ja. No. Sind ja alles befreundete Bauern, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Ja. No. Beim Hopfen? Naja, Hopfen. Ja, da sind wir beim Schatterhopfen, Hallertauer Perle, da brauchen wir Tradition, Herkules haben wir noch, Mandarina Bavaria haben wir auch. Dann setzen wir beim Weizenbock und beim Zwickel ein. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Ne? Ja, also direkt am Bauern, und Kontrakt bei einem Bauern haben wir. Ja. Und dann eben von Verarbeitungsbetrieb. Genau. Also regionaler geht es nicht. Ja, definitiv. Und dann können wir ja gleich weitermachen. Wir sitzen hier in der Braugaststätte, haben wir ja schon erwähnt. Da gibt es natürlich auch, macht ja sehr viel selber, also auch noch viel von Hand. Also, ja, man, es ist schwierig mittlerweile zum Bier. Ne? Ja. Wir halten noch ein paar Schweinchen, wo wir dann ab und zu mal eine Schlachtschüssel haben. Also den Schweinsbraten und den Schinken und die Wurst bauen wir, Presshaut, Leberwurst und sonst dergleichen, kommt direkt aus dem Stall. Bei uns sind noch einer von den zwei Schlachtbetrieben, die zu Hause schlachten dürfen, als zertifizierter Betrieb. Da war ich kürzlich für die Lebensmittelkontrolle da, hat das Ganze begutachtet, also funktioniert. Und das wollen wir so lange aufrechterhalten, soweit es geht. Und ja, solange der Metzger da ist, solange wir gesund sind, machen wir das weiter. Genau. Das andere ist alles Schwierige, ist mittlerweile, ja, es gestaltet sich schwierig mit dem Personal. Sprich, überall. Die Öffnungszeiten, die wir früher halten konnten, können wir jetzt nicht mehr. Aber wir tun unser Bestes, bleiben am Ball. Aber wie gesagt, das kann man jetzt wieder runterrutschen, kann man wieder hochfahren. Aber so genau wissen wir nicht, wo die Reise des Jahr noch geht. Genau, wo die Reise hingeht. Aber das gilt auch für das Wild. Das kommt jetzt alles aus der, stimmt, aus der Region. Ne? Die Gemüse, der Würsching, der wächst hier alles in der Sichtweite. Bamberg, ja. In grober Sichtweise. Und Wild vom Wald, ja. Sind auch Jäger nebenbei. Vorher sei Hobby, ne? Jagdpächter. Ja, aber das ist auch schon in dritter Generation jetzt mittlerweile. Und natürlich Biergarten gibt es dann auch noch im Sommer. Jawohl. Und wo was ist eigentlich schöner direkt, wenn man im Biergarten die Brauerei sieht oder das vom Das Treiben. Das. Ja, das drumherum. Natürlich geht es dann noch weiter. Obst gibt es ja auch. Jawohl. Und ihr Früchte. Früchte. Ihr habt auch Schnäpschen und natürlich noch Whisky. Ja, also die Schnäpschen. Whisky ist dein Schlenker. Wir haben jetzt eigentlich nur die Sachen vom Streuobst, also sprich, was jetzt außenrum wächst, ein bisschen Benne, Zwetschge, Apfel, Obstler, was haben wir noch? Mirabelle haben wir noch, jawohl, Kirsche. Kirsche haben wir ja vor der Haustür durch die Fränkische Schweiz. Und der Whisky, der ist ja entstanden eigentlich schon zu Vaterszeiten. Das war in der, möchte ich mal sagen, fast in der 80er haben wir das eigentlich in kleinem Stil mal gemacht, haben wir fast voll gemacht. Und als dann, ja, kurz bevor eigentlich der ganze Whisky-Hype gekommen ist, haben wir schon Fässer abgefüllt gehabt. Machen aber jetzt nicht jetzt in Expansion, sondern wir haben im Jahr ein Fass mit 80 Liter. Und wenn das alle, dann alle. Und das ist eigentlich nichts anderes wie unser Bierdestillat, was wir dann da reinfüllen. Ich habe das mal mitgemacht, das ist eigentlich am Anfang ist nichts anderes. Ne? Wenn man das Brauen anfängt, ist doch identisch. Das ist als Laie gesprochen. Nur, dass wir halt fertiges Bier verarbeiten, also verbrennen. Ne? Und das sind die ganzen Spelzenbestandteile ja nicht mehr mit drin, was in einem normalen Whisky-Maische ja mit drin ist. Also ich denke, wir produzieren dann dadurch vielleicht noch einen etwas besseren Whisky, finde ich. Ja, und das andere ist, wir haben jetzt dann demnächst, wenn wir mal Double Malt haben, wenn jetzt da die Zeit abgelaufen ist, es dauert auch noch ein bisschen. Es dauert aber auch immer, bis sowas fertig ist. Das ist ja Mühle spielen, ne, vor dem Fass. Ja, wenn Weizenbock-Whisky wird es, ja. Ja? Oh, ein Weizenbock-Whisky. Der ist jetzt erst ein Jahr im Fass, aber was brauchen wir noch? 4, 5 Jahre. Ja gut, wer weiß, ob wir unseren Block so lange haben vielleicht. Kommen wir dann nochmal vorbei. Genau. Übernachten kann man ja hier auch. Ja, das ist ja, kann man ja auch schön wandern und die ganze
Umgebung ist ja sehr schön. Ja, ja, wir haben die Zimmer erst vor kurzem, ja, schon wieder 4-5 Jahre her, modernisiert, also mit TV und ja, eigentlich alles, was man braucht dazu. Wir haben so circa 20 Betten, da sprechen wir von Betten, weil da sind mehr Bettzimmer dabei und Einzelzimmer. Ja, bietet sich an, aber wie gesagt, verlängerte Wochenende, das ist immer so ein Problem, weil durch die begrenzte Bettenzahl sind wir ziemlich gut ausgebucht immer. Genau. Jetzt sind wir ganz jetzt bei regional, aber Huppendorfer kennt man alle schon einen Ticken weiter. Also, ihr verkauft auch schon auch eher regional, aber es geht natürlich jetzt schon bei euch. Jetzt also, wir selber agieren eigentlich nur hier in den Landkreis. Da kommt also der Großhändler wieder. Bamberg und im Bamberger Landkreis von einem Teil an Bayreuth an, möchte ich mal sagen. Genau. Lichtenfels. Graz war eigentlich nur bis Staffelstar. Kulmbach haben wir noch. Ja, Kulmbach. Aber der große Bier, was weiter rausgeht, macht alles der Großhandel. Genau. Also selbst der Pole. Ich möchte jetzt mal sagen, ob das ein riesen Großhandel ist, weiß ich nicht. Aber es erscheint manchmal da und da, wo ich dann gefragt werde, wie kommt das da hin, sage ich, tut mir leid, kann ich nicht weiterhelfen. Irgendjemand verkauft es sogar. Aber es muss ja natürlich auch was Gutes sein, wenn es dann so weit verteilt wird. Haben wir es aber, wenn mein Leergut weiter verteilt wird, so länger dauert das Leergut wieder zurück. Ne? Ja, genau. Aber gut. Da sollte man vielleicht mal den Biertrinker echt mal an die Nase nehmen und sagen, okay, wenn ich den Kasten dort kaufe, dann sollte man auch den Kasten dort wieder abgeben. Ja. Mit irgendwie einem Globus oder sonst dergleichen reinstecken. Der nimmt der Wirt zwar damit, aber wir sehen den Kasten nicht mehr. Ja. Ja, und mittlerweile ist der Kasten echt mal. Ja, mit den 3,10 € nicht gezahlt, da ist gar nichts überhaupt gezahlt. Wir haben schon mal eine Sondersendung gemacht. Mhm. Also das ist ja mittlerweile, und es ist ja noch schlimmer geworden mittlerweile. Also jeder, wo ein Haus baut, der kann damit reden. Es gibt keine Holzplatte, keine Schraube und das Granulat schon. Ja, das ist halt schließlich passiert, aber mittlerweile, muss ich sagen, es ist ja gar noch, das war ja schon zuvor eigentlich. Der Kasten kostet im Einkauf ja schon fast 5 €. Ja. Und da sind noch keine Flaschen drin. Da sind noch keine Flaschen drin, ne? Und wir haben auch mal gesagt, also und das andere kommt ja noch dazu hier, Etiketten, Strom, Kleber, die müssen ja auch kleben. Also haben wir schon gehabt. Jetzt haben wir schon fast, bevor wir zu lang werden. Jetzt ist immer unser berühmtes Spielchen. Das letzte Wort gehört dem Gast. Da haben wir heute zwei letzte Wörter. Fängst du an? Was ist dir wichtig für Frankens Bierwelt? Was ist mir wichtig für die fränkische Bierkultur? So. Ich würde sagen, jeder soll das Bier trinken, was er wo er Lust drauf hat, und vor allem, der soll auch jedes Gebräu wertschätzen können. Ne? Jeder gibt sich Mühe, sage ich immer. Genau. Ja. Ne? Und jeder setzt sein Herzblut rein und das soll man auch wertschätzen dann auch. Und ich sage einfach dazu, hoffentlich bleiben die ganzen kleinen Bräuer so, wie sie sind und nicht, dass wir dann wieder weniger werden. Ja, sollen. Die Vielfalt könnte er erhalten. Wer hier in Franken nichts findet, wenn einer kein Weizen mag, der wird er einen Pilz finden oder ein Rotbier oder was auch immer. Ja. Also von daher gibt es auch keine Plörre nochmal hier, auch für die Gruppe, wenn das dann da wieder erscheint. Die fliegen dann alle gleich raus. Also das gibt's nicht. Ist Geschmackssache und dann ist auch gut. Jawohl, die Katzen machen Mäus. Ich nicht. In dem Sinne. Jo, Prost. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, danke schön, dass du mal bist, ne? Ja, bei den Spielpreisen. Ja. Und euch danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüss. Servus.